Hallo miteinander, heute ist wieder die Discovery TV Zurich Rooftop Session. Mein Name ist Geraldine, da ist die Band Déjà-vu. Sie haben einen ganz neuen Song und den präsentieren sie uns. Wie heisst er? Toxic Liquid. Viel Spass! Was the start of something strange in your brain? Things change in a weird way. Your mind went mad. Illusion, use your thoughts. It was the only truth you had. The end of everything. The beginning of something new. A return. Für einen Song. Ja, danke. Wie sind ihr, also bei den Text und alles, wie kommt das schon? Machst du das nur du oder sind die Jungs da auch noch ein bisschen inbegriffen? Oder wie sieht das aus? Ja, Text schreibe ich, die sind eigentlich aus meinem Leben gegriffen. Melodien mache ich mit den Gitarristen. Mhm. Und so komponieren wir eigentlich zusammen neue Songs. Cool. Und die Songs, die, wenn du sie schreibst, ist es mehr so wirklich eigentlich von deinem Leben dann auch, oder wie kann man das eigentlich so beschreiben, wenn du einfach, wenn du irgendwo anlaufst, siehst du etwas und denkst, hey, das passt jetzt gerade zu meinem Song, wie machst du das? Ich schreibe über mein Leben, was ich erlebt habe, vor allem, was mich beschäftigt. Mhm.
Es sind sehr autobiografische Texte und wenn es mir gut geht, kann ich nicht texten. Es ist noch verrückt. Also ich kann wirklich eigentlich nur über Sachen schreiben, die mich sehr beschäftigen. Aber ja, das ist gut. Das ist ein Verarbeitungsprozess für mich. Wenn ich gerade fragen wollte, ist es so, wirklich, kannst du es dann wirklich so wie besser eigentlich wie loslassen, in dem Sinn, ja. Wenn du es aufschreibst und dann auch wirklich kannst raussingen, dann, ja. Dann kannst du es richtig wie loslassen. Dann. Ja, ich glaube, und ich gebe ja dem dann einen Ausdruck. Und das merkt man aber, glaube ich, dann auch in den Songs. Das merkt man auch live. Dass ich einfach wirklich aus meinem Leben von Herzen und von der Seele singe. Und das spürt man. Das ist sehr authentisch. Und das ist mir auch wichtig. Und vom Singen her, also schon von Anfang an gesungen? Oder hat das, wie hat das angefangen, die Musik, so wie dir? Also ich bin in Gitarrenstunde und wollte Gitarre lernen. Und dann bin ich aber ziemlich schnell singen und der Gitarrenlehrer hat Gitarre gespielt. Und dann war klar, ich glaube, ich tue lieber singen als Gitarre spielen. Und Gitarre spielen tust du jetzt noch oder nicht? Ich habe es ab und zu probiert, noch ein bisschen Gitarre spielen, aber eben, da müsstest du die Jungs fragen. Ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee. Dann gehe ich mal zu jemandem. Was sagst du dazu? Kann sie gut Gitarre spielen? Ja, sie können es super, aber es hat einfach mal eine lustige Geschichte gegeben, wo ich glaube, bei zwei Songs haben wir Gitarren eingebaut und an einem Live-Gig hat sie dann so viele Gitarren nehmen und hat dann aufs Versehen den Bass genommen. Und erst, als sie angefangen hat zu spielen, gemerkt so, oh, das ist ja gar keine Gitarre und von dort haben wir dann das wieder gestrichen. Ist die Gitarre dann gerade nebendran gestanden? Nein. Hätte sie sollen, ja. Hätte sie sollen. Haben dir da die Jungs einfach einen Streich gespielt gehabt? Ja, ich weiss bis heute nicht, ob sie es extra gemacht haben oder nicht, aber es war wirklich eine lustige Story gewesen. Wir haben das dann auch mit dem Publikum noch besprechen und darüber lachen. Und es kommt halt immer wieder die Storys, aber das ist schon okay. Ich würde sagen, das macht sie eigentlich auch aus, so ein bisschen das Ungewollte, halt, ja, je nachdem peinlich lustig. Halt, das macht es irgendwie auch noch spannend, würde ich mal sagen. Ja, sicher. Also ich glaube, dass als Band einfach live wirklich musst so eingespielt sein, dass es Raum haben für das, dass du auch kannst mal ein Zeichen machen und darüber lachen und gleich gut weiterspielen. Weil dann kannst du das Publikum packen mit dem. Und das sind wir auf dem Niveau sind wir jetzt und das ist wirklich gut so. Da gibt es ein paar ganz lustige Storys. Von denen würden wir natürlich schon mehr hören, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. wie war es so gewesen, vor Corona und in der Corona-Zeit, in der ersten Welle, wie haben wir das gemacht? Was haben wir vorher gemacht? Also vor Corona waren wir auf Tour in der ganzen Schweiz. Wir haben fast jedes Wochenende neu mit gespielt. Und dann die letzten Konzerte haben wir nicht können spielen wegen Corona. Und das war schon sehr ein harter Break gewesen. Und dann haben wir aber dann irgendwann, nachdem wir so 3-4 Wochen Pause gemacht haben, haben wir gefunden, wir gehen jetzt ein Strassenkonzert machen. Und sind wirklich ganz ohne Verstärkung sind wir auf der Strasse. Und das hat den Leuten Freude gemacht. Die haben zum Teil können einfach mit Abstand auf der Straße zulassen oder auf dem Balkon bleiben und so. Und das hat dann grosse Wellen geschlagen. Also, wir haben Medienpräsenz mit dem, die Leute haben mitgesungen. Und es war ein ganz schönes, anderes Erlebnis gewesen. Es ist wirklich schön. Ich habe es mehr im Fernsehen gesehen, aber wenn ich mal zur Kollegin gegangen bin und irgendwie einen Strassenmusiker gesehen habe, ist es mir auch immer so, es ist einfach schön, Musik hören. Es tut einfach wirklich einem das Herz öffnen. Und dass ihr das macht, ist mega schön, wirklich. Sie haben einfach gefunden, hey, wir müssen jetzt einfach auf die Straße raus und einfach irgendetwas machen, dass es euch gut tut, aber auch den anderen gut tut, dass man so ein bisschen nicht halt eben vereinsamt, irgendwie, so würde ich mal sagen. Also, das hättest du jetzt nicht treffender beschreiben können. Das ist eigentlich genau so. Wir haben es auch für uns gemacht. Nicht nur für die anderen, aber wir haben einfach gefunden, wir machen das Beste aus dieser ganzen Situation. Das finden wir jetzt noch. Wir haben dann neue Songs geschrieben in dieser Zeit noch. Jetzt werden über das Jahr raus 3 Singles veröffentlicht. Und wir haben gefunden, wir müssen einfach immer dranbleiben. Auch mit den Radios, oder, dass wir jetzt wirklich wieder Singles bringen, die hoffentlich noch mehr Radioplays geben. Und ja, du musst einfach als Musiker in der Schweiz dranbleiben. Und das probieren wir so gut, wie wir können. Und das gelingt uns auch bis jetzt. Ja. Das finde ich mega schön, dass ihr wirklich einfach dranbleibt. Ich mache das, was ihr eigentlich wirklich von Herzen gerne macht, würde ich mal sagen. Aber auch einfach auch den Leuten irgendwie halt etwas überbringen. Das ist einfach wirklich mega schön. Und macht ihr jetzt auch noch Konzerte oder habt ihr da irgendwie schon etwas geplant? Ja, also jetzt kommen die Buchungen rein. Wir machen im Sommer noch ein paar private Konzerte, eher kleinere und einmal noch ein Strassenkonzert. Das ist aber auch ein Quartierfest, das uns eigentlich gebucht hat, mit, wo einfach so 5 verschiedene Standorte geplant hat, wo wir dann
überall hergehen und spielen, innerhalb von dem grossen Quartier, in Zürich übrigens. Und nachher ab dem September sind wir am Rock 3 zum Beispiel am Open Air und dann geht es los mit den grösseren Gigs wieder und wir hoffen, dass wir es spielen können. Ja, weiss auch nie. Dann hoffen wir einfach mal das Beste daraus und machen so weiter. Ich danke euch mega herzlich, dass ihr da habt. Dass ihr da gewesen seid und dass ihr für uns gespielt habt, das war wirklich mega schön. Das war ihr neuer Song. Und wenn ihr mehr Fragen habt zu dieser Band, schreibt doch auf Instagram oder Facebook einfach einen Kommentar. Ich wünsche euch ganz einen schönen Nachmittag noch. Tschüss!